Hallo und willkommen zu Genieß das Lied, Genieß das Leben. Wir spielen la, Jackbox, la, la, wie heißt das? La la la. Fibbitch. Barsch about, enough Fibbitch. About you. Ja, da geht's irgendwie darum, dass... Von mir aus auch Fibarsch, wenn man es französisch ausspricht. Fibarsch. Da geht es irgendwie darum, dass man sich gegenseitig anlügt. Also, es gibt übrigens vorhin ganz spät Übersetzungen und das habe ich beim letzten Mal nicht angemerkt, aber ich werde es dir in der Beschreibung verlinken, oder? Yes. Ja. Genau, Maeve hat das nämlich alles gemacht, ich habe keine Ahnung, aber ja. Yeah. Wir haben die Links parat. Okay, auf geht's. Ich lieb diese Muster, so waren Tapeten in den 70ern oder 60ern oder so. Ich weiß übrigens nicht, wie das Spiel funktioniert, deswegen mir muss es auch erst erklärt werden. Ich hab's auch vergessen, das ist okay. Ich wusste es nie. Wir müssen Wahl und Lügen herausfinden und schreiben. Oh. Ich war nie auf Highschool. Und ich hatte noch nie Punkte. Da gab's nur Noten. Genau. Oh nein, macht das zu viert überhaupt Sinn? Ich hab keine Ahnung. Wir werden's rausfinden. Okay. Okay, dafür haben wir unseren Browser offen. Okay, doch, das wird super. Okay. Boah. Ich muss ein bisschen nachdenken. Schwierige Frage. Wie viel Zeit hat man? Da läuft dieser grüne Balken ab. Wir haben eine Menge Zeit, okay. Ich habe mein Browserfenster rübergezogen, damit man sehen kann, was ich eintippe fürs Protokoll. Nein, Moment. Das ist so schwer. Oh, ich muss irgendwas Gutes auswählen. Es darf nicht zu gut sein, es darf auch nicht zu schlecht sein. Mein es muss irgendwas Prompt Lustiges sein, aber auch nicht zu lustig. Okay. Wer fehlt noch, Moggy? Nein, ich hab schon. Okay. First up, something strange a family member once told this player was blank. Okay, irgendwas... Das ist ein Familienmitglied Fully mal erzählt. Jetzt müssen wir lügen. Oh, wir müssen jetzt lügen? Du musst jetzt lügen und du musst versuchen, dass ich glaube, deine Antwort ist, was Fully geschrieben hat. Oh, okay. Satz? Muss ich einen Satz bilden? Ja, genau. Ja. Das ist oh Gott. Satz, ja. Subjekt, Prädikat, Objekt. Und schreibst so, als ob es Fully geschrieben hätte. Weil das sind jetzt die Lügen, die. Also, Fully hat die Antwort richtig gesagt und wir müssen jetzt falsche Antworten geben. Okay. Aber ich glaube, es funktioniert nicht ohne Audienz, oder? Weiß auch nicht. Okay. Also, was das für mich Fully mal erzählt hat, war. Ich glaube, ich weiß, dass Morgi eigentlich. Fully, hast du mal einen Mark, dass er gut singen kann, oder ich habe mich von Bananen und Pepsi übergeben. Wie genius wäre es, wenn Fully in der dritten Person von sich gesprochen hätte? Ja. Dass er gut singen kann. Ich meine, die Antwort war sehr... Morgi hat's gedacht. Das war meine Lüge. Oh, ich meine, das ist eine Sache, die Fully sagen würde. Das war Morgi, oder? Dann habe ich es richtig, aber keiner ist auf mich reingefallen. Du hast es richtig, das war die Wahrheit. Es klang wie Fully. Irgendwie klang das auch nach Fully. Das klang so, als hätte ich das gesagt. Oh, war das der Trick dahinter? Dass es klingen sollte, als hätte ich das gesagt. Es klang wie. Es stimmt, es klingt wie Moggy auch. Ich sage in letzter Zeit aber auch öfter: Hast du meine Mal? Das sehe ich schon, das Streamerleben steigt Fully zu Kopf. Zum Glück ist er kein merkwürdiges Familienmitglied. Eine von Maverinos frühesten Erinnerungen ist. Jetzt schreibt eure Lügen rein. Sollen wir schreiben, er oder ich? Nein, ich halt. Das, okay. Was genau so wie Maeve es geschrieben hätte. Ist ja klar. Ja, stimmt. Bei mir wurde ja die Frage gestellt, deine früheste Erinnerung ist. Okay. Okay.
Okay, seek the truth. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist Schwimmbadbesuch. Oh! Wie ich Ninja Turtles auf den Nintendo spiele. Der echte Gamer! Auf Nintendo spiele. Der echte Gamer! Es ist alles mit Games, außer. Denkt meine Dreckfreunde etwa, dass ich ein Nintendo-Spieler bin? Wir haben ein Bild gesehen von deinem Kinderzimmer mit dem Autoteppich. Ich wollte irgendwie Ice Climbers oder ich weiß nicht mehr, welches Game das war. Ah, shit. Die Ninja Turtles waren zu offensichtlich. Die Ninja Turtles. Komm schon. Oh. Yeah. Yes. Shit. Maeve ist kein Simpsons-Typ, das muss wahr sein. Deswegen dachte ich, das ist eine Lüge. Ich meine, Ninja Turtles war gut. Komm schon. Das war gut. Ich hab dir auch einen Daumen hoch gegeben, wie du gesehen hast. Das war mir zu offensichtlich. Oh. 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 Okay, jetzt bin ich gespannt, was ihr... Oh. Oh mein Gott, okay. Das ist das, wo ich was eingeben musste und ja, das ist... ich muss sagen, das ist eine sehr schwere Frage, okay? Ist es wirklich? Also ich meine, was soll man denn überhaupt antworten? Bei mir war es im roten Bereich, als ich fertig eingegeben habe. Es war knapp. Oh, shit. Oh nein, oh nein. Das wollte ich jetzt, gar nicht. Ich kann jetzt eine Antwort liken, die mir gefällt, oder was? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ja, du kannst eine Antwort gleich liken. Der hat einfach sich mal gewünscht, dass er für immer verschwinden würde, ist Skalper. Die sollten eingesperrt werden. Anime. Open World Games oder TikTok? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Entertainer am Werk war, sag ich mal. Yes! Ob das Funktion ist. Okay, dann war es Anime. Ja. Das ist Anime. Ach, verdammt. Ich habe Open World Games übrigens den Daumen nach oben gegeben. Oh. Yes. Ich mag Open World Games, aber ich mag die Antwort. Ich wollte Open World Games gar nicht eingeben. Ich wollte schreiben, so MMORPG. Und dann habe ich schon abgeschickt. Das Schimpfwort, oh, das Schimpfwort, das Johnny gerne sagt. Die Buchstaben, die da fehlen, sind übrigens nicht korrekt. Ich meine, das ist klar, aber... Okay. Fürs Protokoll, ich muss, mir fällt nicht sofort auf Anhieb ein, was ich gerne sage. Oh, mir fällt da was ein. Ich benutze viele Schimpfwörter. Johnny sagt gerne die ganze Zeit, brillentastisch. Ja. Ja, was würdet ihr sagen? Oh, das Schimpfwort, das ist schwer, das sind so Quack, gute Antworten. Bullshit oder Trottel? Also ich weiß, welches von Morgi ist. Dem habe ich auch einen Daumen hoch gegeben. Yeah. Ah, shit. Oh! Das ist von Morgi. Das sagt Johnny aber. Das stimmt, aber ich dachte nicht, dass das ein... Ich ehrlich gesagt dachte ich, Wack ist kein Schimpf. Yes! Ich habe dich noch nie Bullshit hören gesagt. Ich auch nicht. Ich mag nicht. Es aber sagen. Ich hab Wack auch einen Daumen nach oben gegeben. Trottel klang untypisch und das F-Wort, das schien mir zu hart zu sein. Ja, ich sag's ja oft fuck und so, aber... Wir sagen alle oft fuck! Ja, aber das heißt ja nicht, dass man es direkt hier so niederschreiben würde. Okay, wir schreiben jetzt eine Wahrheit und eine Lüge über uns selber. Okay. Ich bin ehrlich, Moggy, deine Antwort war die bessere Johnny-Antwort. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass jemand anders auch hat. Wack soll man angeblich übrigens auch ohne Haar schreiben, was ich Wack finde. Okay, eine Lüge über mich. Ich muss einfach nur ich schreiben und nicht meinen Namen dazu, oder? Ja, du kannst einfach nur ich schreiben. Okay. Nein, das ist zu offensichtlich. Oh Gott! Boah, verdammt, ja, das ist echt zu... Nee, ich muss was Cleveres machen. Ich schaue mich gerade in meinem Zimmer um. Ich auch. Okay, eine Wahrheit über mich. Gesundheit. Danke.
Okay. One truth and one lie. Anything will do. Okay, ich glaube, ich habe eine von meinen Dingen ist von meinen Möglichkeiten ist gut, die andere nicht so sehr, aber mal schauen. Mal schauen. Und wie läuft's bei euch ansonsten so? Ja, meine sind fürchterlich. Meine sind auch fürchterlich. Ja, das ist ein bisschen. Muss man da eigentlich an der Stelle eh mal die Liga und der Wahrheit über einen selbst eingeben? Ja. Wirklich? Wie viel soll ihm da einfallen immer? Weiß ich nicht. Ha, schwierig. Ich sehe schon, Maeve und wer ist Spieler 4? Gesundheit. Ach, shit. Okay, Maverino ist wahr. Ich nutze den Chrome Browser als Standard. Ich nutze den Edge Browser als Standard. Ich bin gerade wirklich überfragt, ob man Standard auf Deutsch mit T oder mit D schreibt. Ich hab's 100 Mal geändert. Mit D. Mit D. Ich hab mich falsch entschieden. Das ist okay. Das passiert mir manchmal auch, dass ich mich da hinterfrage. Kannst du mal Volli? Ja, ich hab dich schon geantwortet. So, Johnny! Das war ich. Sorry. Was? Yes. Ja, warum sollt ihr sonst Edge nennen, wenn ihr ihn nicht verwendet? Ja, das kann sein. Seit ein paar Tagen, aber erst. Okay. Aber es war ein unterhaltsamer Pick, meinst du? Yeah. Voll lame. Was ist über mich ist wahr? Hm. Ich meine. Was? Ist das der stärkste Item aus Isaac? Wenn ich immer sage, ich finde GT gar nicht so schlecht, sagst du immer. Ja. Es ist interessant, nicht gut. Hä? Oh. Okay. Oh nein, mein Dingens hat sich minimiert alles. Nein! Du hast noch ein paar Sekunden. Ich meine, das ist. Komm schon. Ich gehe davon aus, Fully mag Sekiro nicht. Nee. Das war jetzt nicht so schwer, ne? Das ist ja offensichtlich. Ist auch nicht schwer. Weiß Johnny. Über Johnny. Oh. Johnny welches ist wahr? Ja, ich meine, das scheint mir auch einfach. Oh, es könnte aber auch. Könnte auch ein Jebait sein. Ist das ein roter Hering? Mir fiel nichts mehr ein. Ich hab schon mal mit dir über die Comics geredet. Mir fiel aber auch nichts ein, Johnny. Von rosa Comics habe ich schon, die sammle ich. Ja, ich Mogi. Hab alle. Ja, ihr seid alle reingefallen. Auf die Sacred Heart Lüge, eines der besten Items im gesamten Spiel. Unglaublich. Ich weiß nicht mal, was Sacred Heart ist. Das war der Sinn dahinter. Das war die Hoffnung. Ein Isaac-Item, aber ich wusste auch nicht mehr. War das gut oder war das schlecht? Ja, das war die Hoffnung hinter der Frage. Und dann dachte ich mir, Dragon Ball GT, ich rede immer schlecht darüber. Ich denke, es ist interessant mit den Verwandlungen, die es gibt. Deswegen bin ich drauf reingefallen. Ich dachte mir, GT, das kann es nicht sein. Das ist die Lüge. Maeve, du warst der Naivste. Ich bin auf die meisten Lügen reingefallen. Warte, hatte ich eigentlich irgendwas falsch? Oh, und die meisten Likes. Das hat Lyrics. Der schlechteste lügt, das Johnny. Ja, der schlechteste. Ich habe 3 Lügen geglaubt. Und ich dachte, ich wäre der schlechteste. Wack. Ich bin immer vorgeworfen. Ich würde viel lügen. Ich esse Suppe nicht mit einer Gabel. Okay, noch eine Runde, würde ich sagen. Noch eine Runde, let's go. Auf jeden Fall. Das war ziemlich spaßig. Wie es geht. Aber diesmal muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Ich muss mir was einfallen Cooles einfallen lassen für die Frage. Ja, ich auch. Das Kick übrigens, wie Wissen macht A. Mogi hat sich echt was Gutes ausgesucht, finde ich. Ich will eins von beiden mal gut, würde ich sagen. Four-player game, huh? Ich guck die ganze Zeit auf diese Orange, die Fullys Auge ist. Was ist Maeve überhaupt? Was bist du überhaupt? Pokémon der 10. Gen, habe ich recht. Weird. Ein Stuhl? Was kommt als nächstes? Weißt du, ein Apfel-Pokémon. Ach, warte. Glaubt ihr, Bari nimmt Drogen? Warum soll es sonst Mushrooms sein? Okay. Das ist schwer. Okay. Oh mein Gott, solche Fragen weiß ich immer auf Anhieb nicht. Okay. Okay. Das sind die Orange, Mogi? Moment. Oh
mein Gott, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, die Frage ist zu weird. Okay, ich habe eine gute Frage gehabt, weil mir sogar was eingefallen ist. Mir ist auch was eingefallen. Was? Mir ist auch was eingefallen. Mir fällt nichts ein. Der Jonas. Der Jonas hat gerade einen geistigen Zusammenbruch. Das wäre keine Lüge. Nenne den Namen eines Spielers, der gerade einen Zusammenbruch hat. Johnny. Eine Fertigkeit, die Pulli gerne hätte, ist... Okay. Oh, ich weiß nicht. Oh, Gott, Fertigkeit, die Pulli gerne hätte... Das hat mich gerade so gestresst. Hm. Ich vibe einfach eine Runde zur Musik, ja. Morgi hat doch sicher irgendwas geschrieben wie wachsen oder so. Was hast du denn mit Kerzen zu tun? Nein, nicht. Eine Fähigkeit, die Kollegin hätte, wie wäre, ich würde gerne sehen können, sehr gut zeichnen können, Radfahren oder eine Keksdose. Die steht bei Fully auch in der Wohnung. Vor allem vorhin hatten wir auch was mit Singen, oder? Boah, das sind gute Lügen. Sie sind alle gut, gute sind alle Lügen, so ein bisschen daneben. An die Kekse umkommen. Wenn das die Truth ist, dann bin ich raus. Ich muss es nicht. Das ist doch so ein Mogi, ey. Ich kann Radfahren, by the way. Genau, die ist mit Punkt, Punkt, Punkt. Ich dachte mir, das ist doch nein, Schwachsinn. Das, niemand das würde ich das nicht, schreiben. Du kannst kein Radfahren. Oh, Johnny. Ich hab's genommen, weil du so einen ganzen Satz formuliert hast. Ich würde gerne singen. Sehr gut zeichnen kann ich noch nicht, aber ich kann immerhin mittlerweile. Ja, das mit dem Zeichnen dachte ich mir, das macht er doch schon. Vor zwei Jahren hätte ich das auch reingeschrieben. Okay. Das ist doch schon hart zur Keksdose. Du hast doch schon öfter erwähnt, dass du nicht so gut singen kannst, deiner Meinung nach. Oh, ich. Das ist ein cooles Getränk, das wäre. Oh mein Gott, das ist eine coole Frage. Ha. Ich bin direkt fertig. Meinst du, Maeve wäre so plump? Steht da jetzt Wurstwasser? Der gute Sekt okay. An Silvester? Die Adelskrone? Schifferhofer Weizen? Schnaps! Das war Fullis Antwort, glaube ich, Schnaps. Der gute Sekt an Silvester. Verdammt, das war Fullis Antwort. Das war Fullis Antwort. Ja. Der gute Sekt. Schifferhofer Weizen, der so schön hat geprickelt. Yeah! Oh. So spezifisch. Warte, dann war es aber... Okay, dann war es Schnaps. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal von meinem Opa so der hat immer so Schnaps getrunken und dann hab ich gesagt, kann ich auch mal einen Schluck trinken? Dann hab ich einen Schluck bekommen und hab's ausgespuckt und hab's... Bei mir... Ich hab fast die gleiche Geschichte mit Uso. Oh. Ich glaub, Uso war mein erstes alkoholisches Getränk. Das Coolste, was Johnny vor kurzem gelernt hat, ist... Ich hab kein... Oh mein Gott, diese Antwort ist so schrecklich. Oh nein. Oh Gott. Mir ist halt nichts eingefallen, was ich wirklich vor kurzem gelernt habe. Cool ist so. Eigentlich lerne ich so oft was, aber ich hatte einfach einen Blackout. Okay. Ja, das Coolste, was Johnny vor kurzem gelernt hat. Mario 64 Speedrun. Hörsprunft ist 18 Minuten. Was? Skateboard fahren, yeah! Skateboard fahren, yeah! Oder das Vakuum, verdammt. Ah, stimmt! Verdammt! Ich weiß übrigens nicht, dass der Johnny gerade sabotiert hat. Entschuldigung, es war keine Absicht. Das war eine Lüge. Das war so eine gute Lüge. Ja, das hat er vorhin gelernt. Ich hab sabotiert und ich hab's trotzdem. Das hat trotzdem funktioniert. Was soll das sein? Ich hab daran gedacht, ja. Aber ich dachte mir, das mit dem Vakuum-Ding, darf das hat er ja heute gelernt in unserer. Ja, erklär's bitte. Also, ich war am Samstag im Wildpark.
Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich war sehr unter Zeitdruck. Aber falls 18M Oktober. Ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Und du erinnerst dich, ich musste sehr schnell tippen. Da stand einfach nur Hirschprinzess im Oktober. Und die 8 weiß ich nicht. So, jetzt bin ich übrigens sehr gespannt, was ihr da sagen werdet. Maeve? Die 8 war einfach nur über dem I auf der Tastatur. Es war, die sollte okay, da nicht sein. Fully hat direkt was gefunden, oder? Ja. Okay, ja, jetzt, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Johnny wird strugglen. Was? Wieso? Weil du noch nichts hast. Ach so, ja, womit werde ich strugglen? Ja, jetzt eine Antwort zu finden. So, ja, find mal eine Antwort. Wir sind schon an der Hälfte der Zeit vorbei. Alle anderen sind fertig. Womit werde ich strugglen? Du bist der Einzige, der noch übrig. Die Zeit ist gleich so rot. Eines von Morgis Lieblings-Halloween-Kostümen im letzten Jahr. Nicht mein Lieblingskostüm, aber eins meiner Lieblingskostüme. Was ist denn das für eine... Frankenstein, Ant-Man-Schauspieler als Weird Yankovic, Walter White oder Isaac-Kostüm. Als ob ihm wirklich was eingefallen ist. Das muss die Truth sein. Ich erinnere mich daran. Komm schon, Fully. Das war aber meine Lüge. Der muss ein nices Kostüm. Was heißt, komm schon, ob ich drauf komme. Schauspieler, pass auf, der Typ, der Ant-Man. Das war super. Der Schauspieler von Ant-Man war mit seiner Tochter unterwegs. Sie hat ein Ant-Man-Kostüm an und eine Tasche und alles. Weil sie so ein Fan davon ist. Und er ist als Weird Al Yankovic gegangen. Der Typ, der Songparodien macht, wie Eat It, als Parodie von Michael Jackson's Beat It. Ja, das ist eine Welt, die ich nicht kenne. Weird Al kann man kennen, aber das war so ein gutes Bild. Der wortwörtliche Ant-Man geht mit seiner Tochter zu Halloween, die als Wasp verkleidet ist, nicht als Ant-Man. Als Weird Al. Das ist auch so ein seltsames Kostüm. So gut. Das war so. Das ist so eine gute Antwort, Moggy. Ja. Okay. Okay. Diesmal war ich nicht so gut, aber das ist okay. Ich meine, ich dachte nicht, dass ich davor gut war fürs Protokoll. Solange der alte Johnny noch ein bisschen braucht, ist das okay. Moment. Der alte Johnny. Der ist nicht so schnell. Der hat leider Nervositätsschübe. Herpes. Das nennt man Herpes. Das ist nicht, wie Herpes funktioniert, Moggy. Ich behandle es ja schon. Ich gebe doch mein Bestes. Oh. Maeve ist übrigens der nicht fertig ist. Ja, ich weiß. Ich bin auch sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber Maeve ist auch der entspannte Maeve. Der ist ruhig. Der weiß, was er tut. Der hat die Ruhe weg. Ja. Beide sind komplett gestresst. Hört ihr nicht die Schweißtropfen? Nein, das sind deine. Hörst du? Maeves Statement über Moggy ist wahr. Okay. Wie vor. Was? Ich trage gerade Socken oder ich habe kein Ricola-Problem. Ich weiß, dass Moggy oft durch die Wohnung läuft und man hört es so schmatzen, wenn er durch die Wohnung läuft. Der ist barfuß, der Mann. Ach, verdammt. Ja, ich war vorhin einkaufen, ne? Ich habe Socken an. Wieso sollte Maeve... Und ich hab Ricola gerade im Mund. Wenn er ein Ricola-Problem hat, dann denkt man dran. Aber wenn man keins hat, wie kommt man dann drauf? Ich hab Majora's Mask für 3DS gekauft oder ich hab Ocarina of Time für 3DS gekauft. Das ist gemein. Das können wir aber wissen. Das hat er uns... Ich meine, dass er uns davon erzählt hat. Ich hab davon erzählt. Das heißt, es ist eigentlich an sich schon zu einfach. Ja, aber nur wenn man dabei war, wie es erzählt wurde. Ja. Wir waren alle dabei. Aber gestern habe ich zugeschlagen. Boah, wow, für wie viel? 25. Das ist okay. So, Jungs. Er war auf jeden Fall in den Alpen. Ja. Ich kann euch sagen, dass ich wirklich in Österreich war. Und dementsprechend wissen wir auch, wo er gleichzeitig auch gewesen ist. Wenn er schon mal in der Ecke war.
Ich meine, ich dachte, du warst wirklich nicht? Schon mal in der Schweiz. Ich war, das mit Italien ist Jahre her. Oh. Das war mit der Schule. Fully. Okay. Ich meine. Was? Warte, was? Die gehören zusammen. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Doch, eins davon ist falsch. Ja, beides. Das ist super einfach. Eins davon ist richtiger als das andere. Wenn ihr euch mit dem Mann jemals unterhalten habt, dann wisst ihr, was wahr ist. Ja. Okay. Shit. Das stimmt überhaupt nicht. Bei der letzten Aufnahme Montag meintest du, dass du bis 11 Uhr geschlafen hast. Ja, aber das ist nicht meistens der Fall. Ich schlafe sonst immer nur bis 9. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag bis 9. Jeden Tag, außer letzten Montag. Ja, außer letzten Montag. Das ist auch sein zweier Tag, Moggi. Ja. Komm schon. Hast du einen Wecker oder stehst du einfach auf? Ich habe einen Wecker. Oh. Oh, Johnny hat gewonnen und der schlechteste Lügner. Aber er hat auch die beste Lüge gemacht. Er hat nur vier Leute. Er hat einfach jeden Preis abgestaubt. Nein, wie geht das überhaupt? Was soll das? Was will alles sehen? Ich verzieh dich. Er ist einfach alles. Aber die schlechteste, wie kann ich denn auch die schlechteste? Oh, Mogi hat auch den Pokal. Den hat er. Wow. Ich will ehrlich gesagt noch eine Runde einmal machen geglaubt. Noch eine Runde? Ja. Ja. Auf geht's. Ich hoffe, mir fällt diesmal was Besseres in Sachen Lügen ein zu mir. Ja, ich hoffe, ich auch. Ich struggle da immer ein bisschen. Ich muss schwer, was Spezifischeres machen. Es war gut, Maeve, was du gemacht hast. Und das ist enough about you. The sequel to the popular party game, exactly the right amount about you. Oh, ich weiß genau, was ich als Lüge und Wahrheit über mich machen werde. Oh. Hirschbrunft ist im Oktober. Ich glaube, das stimmt nicht mal. Let's go. Okay. Ja, du hast doch gerade gesagt, wir wissen, was wir tun müssen. Ja, schade, dass man das nicht wissen kann. Ich hab einen viel cooleren Fakt, den ich letztens erst gelernt habe. Und zwar, dass in jeder Feige ist mal eine Wespe gestorben. Okay. Und wurde von der Frucht verdaut. Oh, jetzt eine Wespe. So pflanzen sie sich nämlich fort. Ich hab eine hervorragende Frage. Boah, ich auch. Ich hab auch eine super Frage. Das wird nachher auch richtig gut. Der Mann ist glücklich. Meine Antwort ist, es ist ein Geflecht. Mal schauen, ob ihr euch befreien könnt, wenn ihr in dem Netz der Spinne gelandet seid. Okay. Der Johnny ist ein Schneller. Der Johnny ist wieder am Schwitzen. Ich höre ihn bis hierhin schwitzen. Ich höre doch die Tropfen schmatzen. Johnny, mal ehrlich. Sorry. Uiuiui, das war ein bisschen... Wenn Tully einen Teil seines Körpers mit Robotertechnik ersetzen könnte, wäre das? Oh, gute Frage. Okay. Okay, das ist ziemlich einfach. Ist es? Habe ich vielleicht das Richtige hingeschrieben? Er würde das Immunsystem verbessern. Er würde lange Roboterbeine sich anbauen lassen. Meinen kleinen Zeh, nur um es zu testen. Oder meine Schulter. Ich weiß, was Morgan geschrieben hat. Was? Schulli, sag ich gerade. Ich versuche auch immer rauszufinden, was du und Maeve geschrieben haben, um auf das Richtige zu kommen. Naja, bei mir wirst du diesmal nicht draufkommen. Doch, doch. Ja, meine rechte Schulter ist tatsächlich kaputt. Ich sag, du hast nicht die Roboterbeine, Moggy. Ihr müsst aufhören, wenn es um eure Lüge geht, zu reden. Okay, what did everyone pick? Hit. Oh! Bam! So stark. Mein kleines Zenius zu testen? Ja, let's go! Aber er ist doch ständig krank. Warum glaubt jemand das Immunsystem?
Ich wusste, das dass Morgi das nur im Immunsystem geschrieben hat. Das war viel zu kreativ. Ja. Oh, das ist nicht kreativ. Was? Er war zuletzt krank. Ja, aber es ist kreativ, ja, das Immunsystem mit Roboterteilen zu ersetzen. Ja. Ein Spitzname, den Melverino hatte, aber nicht mochte, war. Oh! Okay. Ich weiß schon, was. Ich hab eine Vermutung. Ich mag, dass ich hier einen Spitznamen statt Maeve Melverino. Welchen Spitznamen mochte der Melverino nicht? Der Johnny überlegt. Ich hatte eine Sache, die ich wieder weggemacht habe. Marcy? Marcelino? Ich wollte sie als Pommespanzer schreiben. Oder Marcy Darcy? Ich wollte Pommespanzer schreiben, hab's wieder gelöscht. Sag mal, was soll denn das? Was soll das denn? Ich meine, das hätte ihm nicht gefallen. Hört mir auch nicht, ne? Marcy, hat Moggy gedacht. Meinte Baby! Marcy Darcy! Ihr wisst schon, dass Marcel der Pommespanzer aus dem einen Game war? Stimmt. Ja. Der simple Maeve hieß ja bei Gott, es war irgendwas 2012, als wir uns aufgenommen haben. Ja, irgendwas mit Helden im Rucksack. Ja, yeah, da war es der simple Maeve. Irgendwas war mit Marcy dein Spitzname, aber das war nicht das ganze Ding, deswegen habe ich das nur als Anfang genommen, weil ich mir dachte, das ist die Nachbarin von El Bundy gewesen früher. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Person, bei der Moggy nach dem Tod herumspucken würde, ist... Bei wem würde ich nach dem Tod es muss keine Person sein, die tot ist, nehme ich an. Denn nee, du bist tot. Ja, du Bonuspunkte, Ben. Ach so, ich. Oh mein Gott. Hast du es falsch verstanden? Nein. Moggy läuft lebend durch das Haus von der Toten. Achso, nein, warte, ich hab's schon richtig. Warte, warum dachte ich, dass ich bei... Ich dachte... okay. Okay. Ich habe, glaube ich, gelesen, eine Person, die bei Mögi nach dem Tod herumspuken würde. Ach so. Okay. Okay, where's the truth? Also, bei Maeve, bei Fully, damit er auch vernünftig Videos macht, oder bei Weird Al? Oh Mann. Ah, das ist schwer. Ich calle übrigens an der Stelle, wenn Maeve abgibt, dass Fully sich selbst mit den Videos... gedisst hat. Und die warum haben wir Fully geglaubt? Warum weiß ich offensichtlich? Alle, ich weiß offensichnlich. Das war mein Lügenkonstrukt. Der von der letzten Antwort. Von der Halloween, vom Halloween-Kostüm. Ja, aber als ob du das genommen hast einfach. Ich bin drauf gekommen, weil ich mir ziemlich sicher war. Ich kenne das immer noch nicht, Moggy. Als Moggy sagte, die Person muss nicht tot sein, dachte ich mir, er hat irgendeinen Star genommen oder so. Ja, das war nicht gut. Deswegen sollte man da auch nicht reden. Das stimmt. Etwas Verrücktes, das Johnny nach einem Lottogewinn kaufen würde, wäre. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, das hat so viel Potenzial. Wie sie kichern. Eine Tunnelrutsche im Haus. Die Tunnelband. Die Alpen. Funktionierendes Auge. Wow. Nicht das haben, was du gerade. Wow. Das aus der Blume oder das aus der Orange? Ich nehm das aus der Orange. Oh. Das kann ich frisch aus der. Hey, das ist Schale mein Auge. Prägen. Finger weg. Finger nicht ins Auge, das wird ganz rot. Das zwiebelt. Okay, let's take a look. Ein funktionierendes Auge, dachte Fully. Ah. Aber Moggy ist Lüge. Moggy. Ich weiß, selber hätte er gerne. Warte, wer. Die Alten, wer dachte Moggy. Das... War aber meine Lüge. Fully hat das Tüdelband geschnitten. Ach, Tüdelrutsche im Haus. Was ist eine Tunnelrutsche im Haus überhaupt? Seit ich klein bin, hatte ich mal diese Idee, ich will so vom obersten Stockwerk bis nach unten rutschen können, anstatt Treppen zu laufen. Oh Mann. Das wollte ich schon immer. Unser Haus hat viele Stockwerke, deswegen. Okay. Ja, wir machen ja schon. Okay. Gott.
Oh, 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 oh. Hm. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wow. Synchrones Husten. Mhm. Warum bin ich immer der Erste, der fertig ist? Ich weiß es nicht. Mir fällt keine Lüge ein. Eine ehrliche Haut, da kann man nichts gegen sagen. Das ist halt wahr. Ja, ist es. Deswegen kannst du auch nicht lügen. Steht hier. Mhm. Soll ich es erklären? Wie kann ich euch am besten ablenken, während ihr tippt? Einfach ein bisschen reden. Ja. Man erzählt ja, dass man pro Tag shit. Was war die Rede, wie oft man pro Tag lügt? Irgendwie irgendwas absurd hohes wie 200 Mal oder so, wo ich sagen muss, na, das glaube ich nicht. Ich hab eine schlechte, aber passt schon. Wirklich? Wie, wann sollte man überhaupt die Möglichkeit dazu haben? Ich weiß es über Johnny war. Ich habe gestern. Ich sag nicht mal so auf die Wahrheit. Man könnte wohl nachschauen. Als ich gestern reingeguckt habe, hast du acht das Stunden... Aber. Ich wieso wisst ihr das? Bin, weil du nicht um 11 Uhr wach warst. Hast du 8 Stunden 30 gestreamt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Moggy Statement. Mein erstes Videospiel war Captain Siebelzahn. Mein erstes Videospiel war Rayman. Ah, das ist... Das ist... Echt irgendwie... Ist Captain Siebelzahn überhaupt ein Spiel? Ja. Sein erstes. Oh, wir hatten einen Podcast darüber, Full-Time-Radio-Folge, I remember. Warst du dabei? Ich hab halt Captain Säbelzahn noch nie gehört, ich war der Meinung, das hättest du mal erwähnt. Ich hab's letztes Jahr erst wieder gefunden. Was über Pulli ist wahr? Meine Piercings nennt man Snackbites, meine Piercings nennt man Sharkbites. Oh, ich kenn mich doch nicht aus. Maeve, nicht googeln. Nicht googeln. Ah, shit. War jetzt nicht so schwer. Das macht irgendwie Sinn. Das wisst ihr vielleicht nicht. Man eigentlich. Ja, aber es macht Sinn, das ist halt wie, was wie Schlangen. Was Maeve ist wahr? Ich habe immer ein Notizheft auf dem Tisch oder ich habe immer Akkus auf dem Tisch. Vor dem Tisch. Vor auf dem Tisch? Vor auf dem Tisch. Ja, ich habe die Sätze öfter mal geändert. Akkus wofür? Für andere Akkumulatoren. Ah, irgendwie... Ich habe immer Akkus auf dem Tisch. Es war eigentlich klar. Du wirkst nicht, wie der Mann, der Notizen macht. Warum hab ich hab immer zwei Akkus für den Xbox-Controller auf dem Tisch liegen. Ach so. Das hab Johnny schon wieder. Warum gewinnt der da immer? Ich weiß gar nicht. Oh, meine nächste Lüge wird sein, ich mag Johnny. Ach so, weil Leute, ich hatte echt eine gute Runde. Ich habe einmal richtig geraten und die beiden anderen sind auf mich reingefallen. Gewinner Johnny. Ich bin immer Dritter. Der naivste ist Maeve. Ja. Der Gewinner bin ich. Komm schauen. Und mehr hey, warum ist die beste Lüge? Weil ich nicht, ich hatte doch gerade eben noch die beste Lüge. Wo ist sie? Wo ist sie hin? So, weil die wahrscheinlich Gleichstand hatten. Ja, möglich. You lie to me. Okay, da würde ich sagen, das wäre erstmal genug. Ich mag ehrlich gesagt die eine Wahrheit und eine Lüge-Runde am Ende nicht. Mir wäre es viel lieber, wenn man von dem anderen zwei Runden hätte. Kann man das einstellen? Ja, das stimmt. Leider nicht. Oh, dieses, die Runde am Ende zieht das man immer halt ungemein keine runter. Am Ende. Man hat ja zwei Runden. Wir könnten ja mal das andere Fibar spielen, wo es auch allgemein um an, Lügen geht. Vielleicht ist das auch cool. Wie wär's, wenn wir da reinschauen? Beim nächsten beim Mal! Beim nächsten Mal! Woo! Ein netter Vorgeschmack für den nächsten Part. Ja, so ein netter Vorgeschmack für den nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Ciao. Komm gut nach Hause.